Dann habe ich halt direkt kein Interesse. Also dann ist halt direkt vorbei. Wehe! Das ist vorbei. No chance. Was, wenn er kein Geld, was ist, wenn er sich jetzt gerade nicht leisten kann? Ja, es ist wirklich so. Ihr müsst Geld spielen. Freunde, Familie, Verwandte, schau bis zum Ende. Der Schluss ist am wichtigsten. Okay, was ist das? Hast du so eine? Ich hab nichts gekriegt. Hast du kein Intro? Doch, ich muss kurz mein Intro. Alter, ich hab so lange nichts mehr aufgenommen. Ich muss kurz. And it went like. Yes, sir! Freunde, Familie, Verwandte, geliebt und auch Hater. Ah ja, das sagst du immer. Genau. Mein Name ist Dandeman, aka euer Lieblings-YouTuber. Bin ich dein Lieblings-YouTuber? Yes, sir. Heute ein weiterer Banger. Ich bin heute hier mit meiner festen Freundin. Was? Spaß. Ich bin heute mit meinem Homegirl jetzt auf respektvollen Handschlag. Respektvollen Handschlag. Ja, stelle ich am besten selber vor kurz. Yes, hi Leute, ich bin Milane Friesen. Auf Instagram könnt ihr abchecken. Checkt ab, auf jeden Fall. Up, yes. Link in der, in der Beschreibung. Genau, so heißt das halt. Ja. Was gibt's heute zu erwarten in dem Video? Heute reden wir ein bisschen über No-Gos bei Girls und bei Boys und... Take fucking notes. Boys, wenn ihr zuhört, so kriegt ihr vielleicht die Frau eures Lebens. Ich weiß, ihr crusht die ganze Zeit auf dieses eine Mädchen und ihr kriegt sie nicht, weil ihr Scheiße macht, ihr habt kein Game. Hört ganz genau zu. Dann kriegt ihr sie. So kriegt die Frau eures Lebens, vielleicht kriegt ihr auch sie. Die DMs sind noch offen, ihr könnt reinsliden. Ihr könnt es versuchen. Slide rein und sagt, nein, ihr habt euch geschickt. Und Girls, hört bei mir zu, weil, ey. Leute, die DMs sind offen. Ja, ich bin noch Single, Leute, aber ich bin am Kaffeepo, ihr könnt mich nicht haben. Du bist so arrogant. Nein, ich bin ein ganz netter, also. Ja, er ist echt sehr nett, ja. Wir können eine gute Zeit haben, vielleicht Eis essen oder so. Ja. So, let's get it. Grrr. Egal. Die Hälfte sind einfach nur, wo wir Kacke labern. Ja, aber das kommt ins Video auch rein, ein bisschen so, weil das ist dann schon lit so. Ja, das ist authentisch. Das ist authentisch und das gibt so die Vibe so, weil die könnten jedem so hören. Was machen zu viele Boys immer noch falsch? Also, ich finde, was absolut No-Go ist, ist, wenn er halt so, also wenn du halt weißt, also mit jeder schreibt. Also für mich, wenn ich weiß, dass der Typ halt so mit jeder schreibt, dann habe ich halt direkt kein Interesse. Also dann ist halt direkt vorbei. Was heißt denn jeder? Also man merkt halt direkt, wenn ein Typ halt einfach so ein Player ist. Wie meinst du ein Player? Du musst halt so flirten können, aber nicht, dass es too much ist. Er soll doch flirten können, hast du meinen, gell? Ja. Aber das muss man doch trainieren. Wie soll er flirten können, wenn er nicht mit ein paar Mädchen so schreibt? Ja, schon. Das ist Practice. We talking about practice. Not a game. We talking about practice. Der Boy muss einfach nur dem Mädel so ein bisschen so das Gefühl geben, so du bist schon so besonders. Ah, besonders. Aber ich meine, bis dann jeder so das Gefühl gibt, ist halt so sein Ding. Woran merkst du denn, dass er mit jedem schreibt so eigentlich? Mit jeder? Ja, diese typischen Rundsnaps halt. Oder so ein Spiegel-Selfie, wenn die ihren Oberkörper frei oder sowas und dann so ein Spiegel-Selfie, dann just took a shower oder so. Sich abtören. Also ich würde einfach skippen. Hab gehört, da, die fühlen das nicht. Die fühlen das ehrlich nicht. Sie fühlen das nicht, also... Nein. Aber was zum Beispiel nice ist, wenn du so... Also wenn ein Typ so gerade aus dem Duschen gekommen ist zum Beispiel und so nasse Haare hat und dann so einen Snap macht, aber der Snap ist halt wirklich so nur an dich. Zum Beispiel hätte da vorne Konversation oder so, dann ist es wiederum attraktiv. Aber wenn es halt so... Wenn du halt weißt, es ist so ein Snap so, hat er halt an jede geschickt, so dann ist es... Okay, aber sie gibt schon Games, soll man da so schreiben, sowas wie Milane, bla bla bla, so... Ja, ja, Namen! Oh, Jungs, nennt Namen! Wirklich, das ist... Ey, Jungs, ihr kriegt Tipps, ey, euer Snap-Game! Ja, oh, echt so! Hoch. Ohne Witz! Outfit-mäßig, das interessiert mich jetzt wirklich. Ein No-Go. Diese Adidas-Jogginghose, die gehen gar nicht. Adidas-Jogginghose? Ja, auch nicht, wenn die so coole Farbe hat oder so. Hast du eine Adidas-Jogginghose? Nein. Nein. Diese typischen Schwarz. Ja, ist keine. Und dann noch so eine Bauchtasche. Bauchtasche, no. Ey, aber das sag ich sogar als Junge.
Wehe, zieh deine Bauchtasche an. Wehe, ja, das wehe. Ist einfach unattraktiv. Und dann halt noch diese Caps zum Beispiel. So. Okay, Bauchtasche, okay. Ist diese Adidas. Diese halt. Und am besten noch so Adiletten oder so. So, das ist halt absolut diese, dieser Frankfurt Hauptbach-Style. Ja, ja, genau. Ja, ihr wisst schon. Ey, das sage ich jetzt auch direkt für die Mädchen. Das ist noch schlimmer. Wenn du als Mädchen auf ein Date mit mir kommst, vor allem das erste Date, und eine Bauchtasche trägst, hör mir auf, nein. Mm-mm. Du kommst mit der Bauchtasche, ich kann, weißt du, wie ich die Haare sage? Hey Bro, was geht? Alles gut bei dir? So sagst du mir schon immer Hallo. Ja, wir sind ja auch. Ja, wir sind ja auch in der. Wir daten ja auch nicht. Ja. Oder? Echt? Nike, ja, ist genau das gleiche. Nike geht auch nicht. Es kommt drauf an. Puma. Alles gleich. Palm Angels. Alles gleich. Kennst du Palm Angels? Nein. Alter, du bist Fashion-YouTuberin und kennst Paul Mendes nicht. Ich bin keine YouTuberin. Ich bin TikTokerin und Instagramerin. Okay, du bist Fashion-Influencerin und kennst Paul Mendes nicht. Mhm. Wenn es wild aussieht, zum Beispiel so eine wie du gerade anhast, das ist wild. Das sieht gut aus, ja, for real. Sieht wild aus, ja. Hat was. Das ist so eigentlich so ein fake Paul Mendes-Style, aber... Ja. Ich finde, es kommt auch immer irgendwie auf den Vibe an. Zum Beispiel, wenn er jetzt auf dem ersten Date mit mir mit so einer Jogginghose kommt, dann ist halt nicht wild. Aber wenn. Auch nicht mit so einer? Doch, die geht klar. Jungs, zieht euch einfach an wie ich. So, es geht ja jetzt gerade so um so die erste Phase. Nicht so, wenn man sich schon datet oder so, dann ist mir egal, ob er eine Jogginghose hat oder nicht. Bleiben wir beim ersten Date. Was sind allgemein No-Gos beim ersten Date? Ich hab echt das Gefühl, viele verkacken halt, ihr seid smooth in den DMs, dann snappt ihr, dann schreibt ihr, ihr kriegt die Nummer in FaceTime, was auch immer, dann trifft ihr euch, dann kackt ihr rein. Dann wollen die euch auf einmal nicht mehr sehen. Du hast verkackt. Du bist so hart. Ich bin nur ehrlich, es ist nicht so, dass das mir niemals passiert wäre, also. Doch schon, mir passiert sowas nicht. Why the fuck you lying? Why you always lying? Ich finde es zum Beispiel nice, wenn der Junge zahlt und das Mädchen zahlt. Okay. Also wenn man sich abwechselt. Mhm. Das finde ich richtig nice. Weil ich finde, es ist auch actually attraktiv, wenn der Junge das Mädchen zahlen lässt. Ich finde, es ist respektvoll. Okay. Zum Beispiel, wenn das Mädchen sagt, hey, ich will jetzt zahlen. Und der Junge sagt, nein, ich lasse dich nicht zahlen, gell. Ja. Ich finde es ein bisschen so, ich weiß nicht. Dann macht er das nur für sein eigenes Ego. Okay. Deswegen finde ich es nice, wenn auch mal das Mädchen zahlen lässt. Okay. Aber beim ersten Date beim ersten Date. Beim ersten Mal zahlen, sollte schon er zahlen. Beim ersten Date muss, no chance. Wenn er sagt getrennt, dann... Das ist vorbei. No chance. Was, wenn er kein Geld hat? Was ist, wenn er sich jetzt gerade nicht leisten kann? So ein Smoothie oder so? So 2 Euro? Er ist vielleicht broke. Er hat keine 2 Euro für den Smoothie. Dann soll er mir das sagen. Okay, und wenn er so sagt, hey... Und er sagt, hey, sorry, ich habe echt kein Geld. Dann sage ich, hey, kein Problem. Dann finde ich es nicht mehr schlimm. Aber wenn er halt nicht zahlt, so, weil er einfach zu geizig ist, so... Okay, geizig ist eigentlich... Selbst wenn die ganze Zeit zeigt es nicht. Ja, ihr braucht irgendwelche Ausreden. Sagt, ihr seid broke oder ihr habt euer Geldbeutel vergessen oder irgendwas. Da komme ich direkt zu einem No-Go bei mir. Wenn es Mädel zahlen will? Nein, also. Ey. Wenn ein Mädchen beim Date zahlen will, ey. Wir können auch gleich heiraten. So. Gerne. Für mich, ich fühle das gar nicht. Ich weiß nicht, ob man das No-Go sagen kann. Ich weiß nicht, ob danach direkt over ist so. Aber das sind auf jeden Fall Minuspunkte so. Wenn wir auf ein Date gehen... Und du direkt davon ausgehst, dass ich für dich zahle. Guck mal, wenn wir auf ein Date gehen und es gut läuft und ich dich fühle, dann zahle ich gerne so. Aber dann will ich zahlen, weil ich will und weil ich dir eine Freude machen will. Und vor allem, wenn ich zahle, dann zeig ein bisschen Dankbarkeit. Ja, dann sei dankbar, bedank dich, sei fröhlich so. Ja. Aber wenn wir da hingehen und du schon so von nichts einfach nur, weil wir auf ein Date gehen, davon ausgehen, ja, du zahlst sowieso. Oder nicht mal dein Geldbeutel mitnimmst, du so, weil du denkst, ja, der zahlt sowieso. Das ist disrespectful. No go, disrespectful. Alter, was denkst du, wer du bist? Nein. Und erst recht, wenn unser Date scheiße läuft, dann zahle ich nicht für dich. No. Wenn ich doch jetzt schon weiß, es gibt kein zweites Date, dann zahle ich nicht nochmal für dich. Mm-mm. Getrennt. Respektvoll, aber getrennt. Getrennt zahlen wir, ganz respektvoll. Also zum Beispiel, wenn ich auf ein Date gehe und wir sind gerade am Zahlen, ich hole immer mein Geldbeutel raus. Also ich lasse nie so einfach den Jungen zahlen, weißt du, meine? Also ich gebe mir immer so das Gefühl, aber du hoffst trotzdem, dass ich hoffe, Loki, dass er dann zahlt. Weil das ist halt Girl, schreib mit, das ist gut. Ja, immer Geldbeutel rausholen. Immer davon ausgehen, so ey, ich zahle jetzt. Weil dann zahlen die Boys das Rechnen, oh, sie hat selber gezahlt, okay, kein Problem, ich zahle dir. So, nein, ehrlich. Ey, ja, das mache ich immer so. Schreib mit, Girl, schreib mit. Ja. Ihr wisst beide schon so, es gibt kein zweites Date so. Erwartest du dann immer noch, dass er zahlt?
Nein. Okay, gut. Dann würde ich, also ich glaube, wenn das Date so schlecht läuft, dann würde ich die ganze Zeit sagen, ich zahle selber. Aber dann wäre ich so richtig penetrant, dann würde ich so richtig sagen, ey, wirklich, ich zahle selber. Und so. Sagen wir jetzt, du bist auf einem Date mit einem Typen. Findest du es doof oder ist es irgendwie disrespectful, wenn er während dem Date schon so fragt, so in die Richtung, ja, willst du ein zweites Date geben oder so? Oder nee, wie verpackt man das am besten? Also wenn der Junge mir das Gefühl gibt, ich will dich nochmal sehen, finde ich sehr attraktiv. Okay. Ja, also so, man kann es ja so ein bisschen flirty machen. Okay. Meine. Man muss ja nicht Beispiel. Sagen, und wann treffen wir uns wieder oder so, sondern man kann es ja so irgendwie so nice packen. So. Ich finde das fair. Und flirt du mich jetzt mal an und sag mir, ja, dass du mich wiedersehen möchtest. Okay, hey. Also sehen wir uns noch. Ich habe keine Ahnung. Du hast doch gerade gesagt, so flirty, komm. Ja, also man kann ja sagen, so, also gerne, man sieht sich bestimmt nochmal oder so. Ja, gerne, wenn du auch möchtest. So, sagen wir, ihr wart nicht auf dem ersten Date oder so, ihr seid schon so ein bisschen näher gekommen. Wir waren schon auf dem ersten Date. Ja. Und was ist jetzt so der größte, also so No-Go? So, ihr kennt ja schon so low-key, irgendwie so der Funken hast du schon so ein bisschen gesprüht, aber so was wäre jetzt so ein No-Go, was ihr so bringen kann? Spielchen zu spielen. Mhm. Was für Spielchen? Ah, auf einmal sind die zu cool zu antworten. Weißt du, so man schreibt denen, die lassen dich auf ungeöffnet. Aber posten Stories mit weiß was ich, was sie machen und du siehst, die machen aber nicht, die chillen nur in ihrem Badezimmer. Hey guys. Come on now. Andersrum, das andere Gegenteil. Wenn du auf einmal zu anhänglich wirst, hör mir auch auf. Ich dachte, dass du das sagen willst. Nein, okay, wir haben uns gesehen und vielleicht war es cool und so. Aber schreib mir jetzt nicht jeden Morgen guten Morgen, Alter. Hold on, hold on. Wir sind noch nicht so weit. Gute Morgens gehören nicht in ein, wir hatten ein Date. Hört auf. Keine guten Morgentexte, bitte. Ich finde, es ist ein No-Go, wenn sie zu viel schreiben. Mhm. Ich finde es sogar actually attraktiv, wenn die so ein bisschen manchmal dich so zappeln lassen. So das Mädchen sogar so ein bisschen, also es ist nicht too much, aber so low-key. Weil zum Beispiel dann bekomme ich immer mehr Interesse an dem Boy als weniger. Ey, sie ist real, ja, ey, Respekt. So wenige Mädchen geben das zu, aber Jungs. Das ist so. Jungs, übertreibt nicht eure Lage, sonst denken die, ihr wollt die nicht, aber. Bisschen so. Bisschen ohne Witz, kann man machen. Ein bisschen, dann, das ist so. Wenn die denken, okay, sie haben euch noch nicht so, dann. Ja. Also, the Chase. Genau, so. Die Chase euch ein bisschen so. Die Chase euch da ein bisschen. Ey, sie ist echt nice. Aber was ist zu viel? Ja, wenn die so 6 Stunden nicht antworten oder so. Nein, ich meine, was ist zu viel schreiben? Also zu viel schreiben? Mhm. Wenn die halt, keine Ahnung, so aufdringlich sind, so die ganze Zeit wissen wollen, was du machst oder wo du bist, so. Mhm. So finde ich gar nicht. Ich weiß nicht. Ist jeden Tag schreiben zu viel? Mhm. Finde ich gut. Oder was wird es, wenn ein Tag er dir so richtig viel schreibt und am anderen Tag einfach nichts? Das ist, oh Mann, ey, das killt, ohne Witz. Ey, Jungs, das ist heftig. Ich sag's euch ungern, aber die Wahrheit ist, wie soll ich gerade sagen, ihr müsst ein bisschen Game spielen. Ja, es ist wirklich so. Ihr müsst Game spielen, ich sag's euch. Nummer 1 Tipp ist, tut nicht auf busy sein, sondern seid actually busy. Ja. Das Beste ist, nehmt euch irgendein Shit vor zu tun, habt Ziele im Leben, habt irgendwas, was ihr tut, was ihr verfolgen müsst. Steht nicht den ganzen Tag rum am Handy, weil dann habt ihr, dann seht ihr so, schreibt euch, okay, wie lange warte ich jetzt damit an? Oh nein, das ist Bullshit eigentlich. Mhm. Ganz im Ernst, habt Shit zu tun und wenn ihr Shit zu tun habt, dann antwortet ihr nicht und wenn ihr kein Shit zu tun habt, dann antwortet ihr direkt, wenn ihr es seht, könnt ihr antworten. Und dann habt ihr eigentlich schon, das ist nicht mal ein Game spielen, aber dann habt ihr trotzdem dieses manchmal schnell, manchmal langsam so. Deswegen, Stay focused on a mission. Stay focused on a motherfucking mission. Ah, ich darf nicht fluchen, gell? Du kannst doch so beep machen. Nein, wir bleiben real hier auf dem Channel. Bei so viel Realness, sage ich euch ehrlich, ich und Miden haben noch ewig weiter geredet. Deswegen habe ich das Video in 2 Teile geschnitten.
den nächsten Teil kriegt ihr nächste Woche oder so. Auf jeden Fall, lasst ganz, ganz viel Liebe da. Abonnieren, liken, supporten und teilen. Ich hab's wirklich nötig. Ansonsten bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, Leute.